Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dass zu viele Schülerinnen und Schüler regelmäßig schwänzen, ist ein ernstzunehmendes Problem. Das leugnet hier bestimmt auch niemand und wir haben unsere Meinung dazu ja aus Anlass einer großen Anfrage und im Zusammenhang mit dem Vorgängerantrag zur Oberstufe breit ausgetauscht, auch im Ausschuss. Warum dieser Antrag nun aber als Priorität und bildungspolitischer Schwerpunkt behandelt wird, nun ja. Seit der großen Anfrage vom 14. September 2012 verfolgen Sie uns hier damit. Aber es fehlt mir nach wie vor der Ansatz, dass Prävention die beste Reaktion ist. Zum Antrag. Also Santa Statistica wird wieder zur Heilsbringung angerufen. Das habe ich hier schon mal bezweifelt, dass das was ändert. Was soll das helfen? Die Lehrkräfte sind dann noch länger mit Verwaltungsarbeit beschäftigt. Also nach meiner Meinung hilft hier nachhaltig wirklich nur Prävention, damit es gar nicht erst dazu kommt, oder Projekte, die mit Einzelbetreuung Hilfe bieten. Und hier liegt immer noch der Hase im Pfeffer. Hier helfen auch Schulen, die neue Wege gehen und das duale Lernen und insbesondere das produktive Lernen, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, in den Schulen. Diese Wege müssen ausgebaut werden, damit schuldistanzierte Jugendliche bei der Reintegration in den Schulalltag unterstützt werden. Wir haben auch immer noch das Problem, dass Präventionsarbeit über Programme läuft, anstatt sie zu verstetigen. Die Politik bekämpft, wenn sie, und auch das ist ja wieder ein Teil des Antrages, auf Bestrafung setzt, die Symptome und eben nicht die Ursachen. Das reicht nicht. Ich habe schon mal gesagt, das weiß jeder Arzt. Und wir müssen uns an die Ursachen machen. Und die liegen unter anderem auch bei den Eltern, bei Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in soziale Not geraten und oder langzeitarbeitslos sind und selbst große psychische Probleme haben. Die können ihren Kindern nämlich meistens eben nicht die Bedingungen schaffen, die sie bräuchten, um gut lernen zu können. Und oft wollen oder können sie mit der Schule oder dem Jugendamt auch nicht mehr kooperieren. Und wenn das Kindeswohl gefährdet ist, dann müssen Hilfen zur Erziehung einsetzen. Aber unter welchen Bedingungen die Jugendhilfe arbeitet, mit Mitteln, die vorne und hinten nicht reichen. Wenn der Median überschritten werden darf, wissen wir aus unseren Bezirken mehr als genug. Aber unter welchen Bedingungen, Entschuldigung, Schuldistanz kann durch das soziale Umfeld, durch falsche Freunde, aber auch durch Schulangst, ständiges Leistungsversagen oder eben auch durch besondere Persönlichkeitsmerkmale hervorgerufen werden. Gerade bei letzteren Gründen wird deutlich, dass unsere Schule noch keine Schule für alle ist. Und ich denke, hier können wir etwas verändern und das müssen wir auch tun. Nun kurz noch zu dem Verfahren, was hier vorgeschlagen wird, als Heilsbringung jetzt von Mitte zu übernehmen, mit dem schönen Namen Erwin. Also Mitte hat ja hier ein Verfahren entwickelt in 5 Stufen. Wovon? Ich weiß nicht, ob die Koalitionsparteien das wissen, erst bis zur Stufe 3 das Verfahren entwickelt haben. Das heißt, sie sind noch gar nicht am Ende bei der Entwicklung. Unabhängig davon, der Handlungsleitfaden, der hier von Mitte erarbeitet wurde, ist eine interessante Sache. Beschäftigt sich insbesondere in den ersten und zweiten und teilweise auch in der dritten Stufe eben mit präventiven Maßnahmen, was ich erstmal gut finde. Aber ich denke, hier fehlt auch eine Evaluation eines neuen Projektes. Ich weiß es nicht, ob das parallel erfolgte. Ich glaube eher nicht. Ich würde aus diesem Grunde es auch gut finden, wenn wir im Ausschuss mit diesem Antrag mal eine Anhörung verbinden und uns durchaus das Projekt von Mitte unter anderem dort auch erklären lassen. Und ansonsten möchte ich bloß noch mal sagen, auch Frau Smentek hat öffentlich erklärt, dieses Verfahren ist ein gutes, aber uns fehlt das nötige Personal in den Ämtern und Einrichtungen dafür. Das heißt, hier müssen wir erstmal Veränderungen machen,
ehe wir sagen, das sollen jetzt mal alle Bezirke genauso tun.